Geflügel. Als die Hühner noch Achselhaare hatten, mussten sie die Bauern regelmäßig um Rasierklingen bitten. Die meisten Bauern sagten früher oder später nein. Es war ihnen egal, wie die Hühner aussahen. Dann mussten die Hühner, welche sich nur rasiert ausstehen konnten, in eine Drogerie tapern, um Eier gegen Klingen zu tauschen. Wenn sie keine Eier hatten, mussten sie dem Drogeriebesitzer etwas vorsingen. Meistens im Wald, da sind die Räuber. So taten es auch einmal im August vor vielen Jahren die weißen Hennen Henny und Penny. Als sie fertig waren, wollte der Drogeriebesitzer noch ein Lied hören. Da die beiden, wie die meisten Hühner, nur ein Lied kannten, sangen sie noch einmal im Wald, da sind die Räuber. Nee, sagte der Drogeriebesitzer, ein Lied für zwei Klingen, das ist mir zu billig. Entweder ihr singt jetzt noch ein anderes Lied, gern was von den Pet Shop Boys oder Metallica, oder ihr kommt noch mit zu mir nach Hause. Während er das sagte, ging er zur Tür und schloss sie ab. 18.30 Uhr, Ladenschluss. Das war damals noch so. Die Hühner saßen in der Falle. Sie sangen zwar noch schnell was Selbstkomponiertes wie »Kein Hahn hat Hühneraugen«, doch das ließ der Mann nicht gelten. So was Blödes zählt nicht, meinte er nur, und stopfte die Hühner in eine Schleckertüte. Während der Autofahrt überlegten die Tiere fieberhaft, wie sie sich gegen den vermeintlichen Hühnerficker zur Wehr setzen könnten. Aber nichts fiel ihnen ein. Was können zwei schwache Hühner gegen so einen Kerl schon ausrichten, jammerte Penny. Immerhin, sagte Henny, wir sind zwei gegen einen. Er kann nur eine von uns packen und dann muss die andere ihn attackieren. Am besten beide Augen auspicken und ganz schnell das Gehirn aussaugen. Das macht ihn impotent. Bist du dir sicher, fragte Penny. Sicher nicht, antwortete Henny. Aber weißt du was Besseres? Penny schüttelte den Kopf, was in der engen Tüte gar nicht so einfach war. Da öffnete sich der Kofferraum. Sie wurden in ein Haus getragen und auf dem Boden abgestellt. Susanne, rief der Mann, ich habe zwei Hühner mitgebracht. Die können wir am Sonntag braten. Warum lassen wir sie nicht auf unserer Wiese herumlaufen, fragte die Frau. Dann haben wir immer frische Eier. Ja, sagte der Drogeriebesitzer, gute Idee. Ich muss da nur einen kleinen Stall bauen. Machst du doch gerne sowas, rief die Frau. Lass mal sehen. Der Mann holte Henny und Penny aus der Tüte. Sehr schön, sagte die Frau. Sind sie denn unter den Achseln auch schön rasiert? Nein, sagte der Mann, deswegen waren sie im Laden. Aha, sagte die Frau, das machen wir dann gleich morgen früh. Wie heißt ihr denn? Die Hühner sagten ihren Namen und durften in der ersten Nacht auf alten Kleidern in der Waschküche übernachten. Nicht alle Menschen sind schlecht.